Gesamtstrafe von 752 Jahren. Ist er ja. Müssen wir dort lang. Nur Angriffe Konters, okay. Wie geht denn Konter? Okay, Das hab ich jetzt ja gar nicht mitbekommen. Zack. Los, greif mich an. Konter. Oh, nice. So, jetzt hier. Alter Falter. Was? Oh. Okay. Ich muss sie ausschalten. Bams! Alter! Das geht gut ab. Ich will alle ausschalten. Warum geht denn das nicht? Ich finde einen Weg raus. Gordon, versuchen Sie, den Anstaltsleiter zu kontaktieren. Sagen Sie ihm, was passiert ist. Ich komme zurück. Alles klar, Meister. Du denkst, dass ich dich entkommen lasse. Bla bla bla, immer dieses Heldengesülze, wenn ich es zusehe, wird mir langweilig. Wieso kommst du nicht einfach und findest mich? Okay. Du weißt, dass es eine Falle ist. Natürlich ist es das. Was können wir hier denn machen? Auf Klo gehen? Nein. Fragezeichen? Das erinnert mich an den Riddler. Der Riddler. Das ist so ein Bösewicht. Müssen wir irgendwas machen, oder? Gerade eben sind wir dort nicht durchgekommen, oder ist es jetzt frei? Oh Mann. Geht's da lang? Okay, gehen wir mal dann dort rein. Geht's da lang? Mit Batarang zielen. Batarang? Okay. Batarang werfen. Mal gucken, ob's... Ups. Jetzt aber hier. Zack! Ne? So. Kann man die wieder einsammeln? Oder haben wir unendlich davon? Ich weiß es nicht. Wo geht's da lang? Ach so. So. Wer ist das? Überall, wo der Verrückte hingeht, folgt ihm mit Sicherheit der Tod. Okay. Alle Patienten sollten ihre Medikamente jeden Tag zu den verschriebenen Zeiten nehmen. Die Dosen müssen um 6, 10... Warnung! Sicherheitslücke auf Ebene B3. Müssen wir Warnung. Hin? Sicherheitslücke auf Ebene B2. Sicherheitslücke auf Ebene 2. Warnung! Sicherheitslücke auf Ebene B8. Komm schon! Warnung! Sicherheitslücke auf Ebene B1. Ach, Mist. Alter! Sicherheitslücke auf Ebene B1. Er zittert auch noch. Okay, Geheimnisse finden. Lautend klar, was gibt's? Joker ist der Bewachung entkommen. Er läuft frei in Arkham. Brauchst du was? Ist mein Dad immer noch da? Commissioner Gordon ist in Sicherheit. Joker hat keinen großen Vorsprung. Ich melde mich. Hey, Batman! Hier drüben! Was ist passiert? Joker. Sehr schön, sehr schön. Er muss da lang gegangen sein. Die Tür klemmt. Ich versuche sie zu öffnen. Wir brauchen bei der Ruhigstellung Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen Hilfe beim Ruhigstellen. Hört das jemand? Können Sie mich hören? Ich bin bei Batman. Hallo? Wo sind Sie? Brauchen Sie da unten Hilfe? Nein, ich arbeite besser allein. Seid es frei! Oh Gott, er hat Mike! Er!
Franklin, kannst du mich hören? Falls du mich hörst, Hilfe ist unterwegs. Alles klar. Vermutlich müssen wir dort lang, das Tor ist ja zu. Bestimmt irgendwelche Geheimwege oder so. Geh auf. Aha. Du kriegst nur noch mehr Ärger, wenn du weitermachst. Gott sei Dank, es ist Zess. Er hat Mike. Er wurde an den Stuhl geschnallt. Zess ist völlig durchgeknallt. Warte hier. Er wird Mike töten, wenn er sieht, dass jemand versucht, sich ihm zu nähern. Er wird mich nicht sehen. Wenn ich irgendwas sehe, was einer Fledermaus auch nur ähnelt, stirbt dieser Aufseher. Habt ihr verstanden? Das Schwein denkt. Okay. Wo ist denn der? Okay, da darf ich nicht rein. Wenn er mich hier dort nicht sieht, okay. Wir müssen. Ja, hier ist ja schon ein Weg nach oben. Batman! Batman! Was war das? Dr. Gretchen Whistler. Das ist beschämend. Wie konnte ein Patient wie Victor freikommen? Darüber machen wir uns später Gedanken, Doc. Er will die Wache töten, weißt du? Er muss es einfach tun. Er muss? Okay. Ich muss nah genug an Zess ran, um zuzuschlagen. Am Boden wird er mich kommen sehen. Deshalb bleibe ich oben. Der Detektivmodus. Okay. Oh. Cool. Zum Röntgenkrams. Ja, also wir müssen dort hinten hin. Zustand der Wehrsäule. Was war das? Hochschauen. Diese alten Wasserschreie sollten mein Gewicht tragen können, falls ich mich darauf schieße. Alles klar. So, und jetzt? Ach, da sind noch mehr. Okay, dann würde ich mal sagen, müssen wir hier hin und dann dahin. Dann machen wir so einen Silent Assassin. Bams. Gleittritt. Alles klar. Bam! Zess ist am Boden, aber nicht lange. Ich muss nah ran. Bam! Alles klar. Jemand muss dieses Tier zurück in seine Zelle bringen. Dieses Tier. Kannst du mich hören? Oh Gott. Oh, hi, Batman. Hier ist Harley Quinn. Wie gefällt dir meine neue Uniform? Sexy Freak. Das gefällt mir. Einen Moment, Batman. Alter. Ich springe für den alten Mann ein. Der alte Sharpie war nie glücklicher. Falls du es noch nicht gemerkt hast, heute ist der Tag, wo Joker nach Hause kommt. Und du bist der Ehrengast. Du hast eine Chance, dich zu ergeben, Quinn. Verlockend, Batman, aber keine Chance. Die Insassen haben jetzt in der Anstalt das Sagen. Na, technisch gesehen sind das Jokers aus Blackgate angekarrte Schläger. Aber du weißt, was ich meine. Mach's gut. Warum machen die denn immer die Kamera kaputt? Ich meine, so ein Ding war teuer. Dann hörst du das? Ach. Ich bin hier. Die Anstalt ist gerade aus dem System verschwunden. Er kontrolliert das Sicherheitssystem. Wahrscheinlich hat er es vom Netz getrennt. Das ist nicht alles, was er gemacht hat. Alle Polizeieinheiten melden, dass er in ganz Gotham Bomben versteckt hat. Er sagt, er lässt sie hochgehen, wenn jemand seinen Fuß auf Arkham Island setzt. Es wird noch zurückgehalten, aber die Story wird jeden Moment veröffentlicht. Okay. Das ist nur ein Trick, um Leute fernzuhalten. Woher weißt du das? Ich kenne ihn. Der Raum ist verschlossen. Ich kann das Tor nicht öffnen. Wir sind hier eingesperrt. Nach oben, RB. Versuch's mit dem Funkgerät. Die Aufsicht sollte das Tor runterfahren können. Harley glaubt, sie hat mich in der Kammer eingeschlossen. Sie war noch nie besonders schlau. Gleiten. Was muss ich denn machen? Habe ich einen Auftrag? Muss ich... Ach so. Das wird mir nur so... Ich will mal gleiten. Ich sollte den Raum scannen. Einen Ausgang suchen. Okay. Ein Ausgang. Chaka chaka pio. Also der Detektivmodus ist wohl... dann immer, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ja, das sind nur die Sachen, die ich schon irgendwie kenne.
hoch. Ich will gleiten. Gleiten. Ich bin Batman! So, achso, der sollte hier anbleiben. So, aha! Belüftungsabdeckung mit Sicherheitsbolzen an Wänden befestigt. Ja, klasse. Und nu? Muss ich hier runter? Was stimmt nicht mit diesem Ding? Ein Schloss. Ah! Hallo! Ah. Was geht denn mit meinen Fingern? Ach so, das war das Licht. Da schon, ich habe hier irgendwelche super... Er ist raus. Batman hat seinen Weg rausgefunden. Ja. Boah, der Schatten. Batman, du kannst jetzt den Wächterfunk mithören. Wie gut ist das denn? Noch mehr Blackgeld gefunden. Oh, schön. Heizkessel. Was zum... Es ist Joker. Er ist frei. Wie konnte er aufbrechen? Tut mir leid, der Funkverkehr spielt verrückt. So geht's nicht. Ich versuch's weiter. Wo geht's denn da lang? Gar nicht. Ein Fragezeichen, ein Fragezeichen. Ja, der Riddler. Riddler-Trophäe. Und jetzt? Okay. Wir haben den Riddler hier. Aufgrund seines zwanghaften Ringens nach Aufmerksamkeit ist Edward Nygma auf dem besten Wege, der absonderlichste Schurke von Gotham City zu werden. Zumal er an den Orten seiner Verbrechen meist obskure Spuren und Rätsel zurücklässt. Batman hat bereits mehrmals bewiesen, dass er in der Lage ist, die Pläne des Riddlers zu durchkreuzen. Letzterer ist allerdings fest entschlossen, ein Mysterium zu erschaffen, das der dunkle Ritter nicht rechtzeitig lüften kann. Wer ist Edward Nygma? Fakten, bürgerlicher Name, Eddie Nashton, alias Edward Nygma. Okay. Berufsverbrecher von Beruf. Bla bla bla, Augenfarbe braun, Haarfarbe braun, blau. Größe 1,86. Gewicht 83. Ja und jetzt? Eigenschaften, Verstab eines... Verstand steht da natürlich. Es ist spät. Verstand eines Genies. Getrieben vom Verlangen, sich mit Gesetzeshütern zu messen, indem er Hinweise auf geplante Verbrechen hinterlässt. Okay. Ständig auf der Suche nach Aufmerksamkeit. Okay. Ja. Ob uns das jetzt weiterbringt, weiß ich auch nicht. Ach, wir haben noch mehr? Kommissar Gordon oder Oracle? Ah, das müssen wir jetzt nicht alles lesen. Batman! Bla bla, die Eltern wurden von den Augen erschossen. Das ist Bruce Wayne. Bla 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 bla. Das kennen wir doch alles. Wie groß ist ein alter Falter? 1,88, der ist ja genauso groß wie ich. Ich wieg aber weniger. Habe ich wohl weniger Muskeln. Na, tragisch. In körperlicher und mentaler Höchstform. Arsenal technischer Gadgets. Ich glaube, die werden bei Galileo auch immer getestet. Fahrzeuge und modernster Technologien. Erfinder, Detektiv, hochintelligent. Beherrscht zahlreiche Kampfkünste. Das ist so der beste Mensch der Welt. Habe ich so das Gefühl. Computerexperte, Meister der Verkleidung, fotografisches Gedächtnis. Das ist so ein Talentkind wahrscheinlich. Ja, ja. So, wollen wir denn auch mal weitermachen hier langsam? Das muss ja ultra langweilig sein, was ich hier laber. Ach. Und wir treten das Torgitter auf. Zack! Warum rennt denn der weg? Okay, okay. Es geht wieder rein oder auf. Sie sind da drin eingeschlossen. Die... Oh. Was ist das für ein Zeug? Jokers Gift. Hör zu, der Raum ist voller Gift. Jeder, der da drin gefangen ist, ist tot. Gehst du da rein und hilfst?